Wir prügeln uns quasi mit Unterhose in einem Cage und müssen richtig die Hosen runterlassen. Und es sind nur eins gegen eins und der bessere Mann wird gewinnen und der schlechtere Mann wird verlieren. Und wenn man sein ganzes Leben immer wieder in diese Situation geht und immer über diese Hürde hinaus und immer weiter, ich habe das Gefühl, ich bin wie so ein Felsbrocken und nichts kann mich aus der Ruhe bringen, aus der Bahn werfen oder kaputt machen. Ich bin ja jetzt kein aktiver Kämpfer mehr, diese Zeit ist vorbei, aber trotzdem hat es meinen Charakter, sag ich mal, gefestigt. Wo andere Leute schon völlig ausflippen und irgendwie Panik bekommen und Stress haben, da geht mein Puls nicht mal hoch, weil ich einfach diese extremen Situationen mein ganzes Leben lang gewöhnt bin. MMA ist die Königsdisziplin des Kampfsports, weil es verbindet alle Kampfsportarten miteinander. Respekt vor jedem Kämpfer, vor jedem Boxer, Taekwondo-Kämpfer, Ringer und Judoka sind auch alles Top-Athleten. Aber es gibt keinen besseren Kämpfer wie einen MMA-Kämpfer. Ich kann den besten Boxer, wenn Klitschko, gut, der ist jetzt in die Jahre gekommen, aber sagen wir mal Tyson Fury, wenn der vor mir steht, der kann mit Sicherheit besser boxen als ich. Aber wenn ich den einmal packe und auf den Boden werf, dann ist es wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt und dann habe ich halt leichtes Spiel. Wir bekämpfen uns mit fast allem, was wir haben. Wir dürfen mit den Fäusten schlagen, wir dürfen mit den Ellenbogen, wir dürfen mit den Knien. Es wird im Stand gekämpft, es wird im Clinch gekämpft. Und das ist natürlich, sag ich mal, im Auge des Betrachters schon etwas, sag ich mal, brutaler. Aber, und das sage ich allen, die sich nicht so gut auskennen damit, man kann sich auch auf dem Boden noch sehr gut wehren. Selbst wenn man auf dem Rücken liegt, gibt es zahlreiche Techniken, um immer noch den Kampf zu gewinnen oder um wieder hochzukommen. Also für mich so dieser große Sprung in die UFC, da muss ich sagen, da war ich ein Stück weit zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weil bei uns im MMA, das ist nicht alles, sag ich mal, so genau gut organisiert und reguliert wie jetzt zum Beispiel beim Fußball. Also es gibt keine so richtige Verbandsstruktur, dass du irgendwie, du fängst an in der Kreisliga B und kannst dich bis in die Bundesliga hocharbeiten. Im MMA ist es mehr wilder Westen. Ich war 21 Jahre, also ich war wirklich ein Milchbubi aus der schwäbischen Provinz, der noch nie in seinem Leben im Flieger saß, sondern wirklich nur alles, was ich kannte, war irgendwie hier mein kleines Balingen und mein Heimatort in Polen. So mehr habe ich von der Welt halt nicht gesehen. Und plötzlich kriege ich einen Anruf aus Vegas, wo es halt heißt, hey, flieg mal nach Las Vegas, wir wollen dich kennenlernen, unterschreib mal den Vertrag. Ich habe in Melbourne vor 60.000 Zuschauern gekämpft, in so einem Footballstadion. Und es ist dann nicht wie beim Fußball 11 gegen 11, es ist 1 gegen 1. Alle Augen, die ganze Energie von diesem Publikum sind auf diesen Oktagon gerichtet und du stehst da mit dem einheimischen Kämpfer. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was man da für Gefühle durchlebt, wenn man da davor im Tunnel steht, kurz bevor man rausgeht. Dann gehst du raus, alle gucken auf dich. Ich gehe in den Oktagon, schaue meinen Gegner ins Gesicht, der will mich zerreißen, ich will ihm geben und so. Und die Emotionen, die Gefühle, die man da durchmacht, ist unbeschreiblich. Also es gibt keinen Drogenrausch, der das auch nur ansatzweise simulieren könnte. Ich hatte insgesamt im Alter von 33 bereits 7 OPs mit Vollnarkose, die ausnahmslos alle vom Sport kamen. In meinen Kämpfen habe ich eigentlich relativ wenig abbekommen. Also da bin ich selten mal mit einer schweren Verletzung rausgegangen. Ja, mal hier die Hand gebrochen, mal die Nase gebrochen, so Platzwunden, das gehört dazu, das sind auch Kleinigkeiten. Die schwerste Verletzung, das war ein Wirbelbruch. Und wenn du dann nach so einer Aktion, das im Training passiert, mit so einem Nacken da liegst und merkst, es geht gar nichts mehr, ich kann mich nicht bewegen, dann kriegst du natürlich schon Angst und fängst dann halt nachzudenken, so ganz ohne war das nicht. Ja. Ich merke halt schon, dass vor allem Leute, die mit dem Sport nicht so viel zu tun haben, sag ich mal, mir mit Respekt begegnen oder mit ein bisschen Angst sogar begegnen. Aber trotzdem stecken, sag ich mal, diese Vorurteile bei vielen Leuten im Kopf. Fahren wir nach Hause? Freundlich sind die Leute immer, aber eher so distanziert. Und ja, und wenn sie mich dann besser kennenlernen oder mich in meinem familiären Umfeld kennenlernen, denken sie dann immer so, oh, der ist ja ein ganz normaler Typ und sind so völlig verwundert, als ob ich nach dem Training in irgendeine Höhle gehe und rohes Fleisch essen würde. So, nein, ich bin ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Emotionen, ganz normalen Gefühlen. Und ja, ein Stück weit hat man sich ja dann gewöhnt, dass die Leute dann einen so angucken. Aber hat natürlich auch seine Vorteile, da wird man nicht so oft angequatscht. Wir sind Vorbilder. Ihr seid Vorbilder für die anderen. Mhm. Das ist richtig so. Und den anderen. Bitte kann ich mit, wenn wir noch Freunde sind. Sie haben uns mit Hinde kennengelernt. Und
Ja, in der Schweiz, also ich bin ja aus der Schweiz ursprünglich, aus Zürich. Und in der Schweiz war MMA vor, keine Ahnung, wie viele Jahren war das, 8 Jahren oder so, war das nicht so. Und also ich habe davon noch nie gehört, keine Ahnung. Nur von immer von diesen Käfigkämpfen und so, aber ich habe das nicht in Verbindung gebracht. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat es voll gut gepasst. Und da hat er auch noch im Gym gewohnt, gell? Im Gym. Da war ich noch broke. Ja. Hab im Gym gewohnt, beziehungsweise hatte die eine Gästewohnung im Gym, die ich ja jetzt für meine Kämpfer sozusagen habe. Da habe ich früher selber gewohnt, als ich gerade so das Business aufgebaut habe. So. Und in der Zeit haben wir uns halt kennengelernt. Ja. Also ich habe das anfangs ehrlich gesagt überhaupt nicht realisiert, was das alles bedeutet. Ich habe das erst, als er dann den ersten Kampf hatte, so wirklich realisiert, auch was das heißt mit dem Essen, mit dem Training, diese unglaubliche Disziplin und das alles, das kam dann erst später. Am Anfang denkt man einfach, das sind irgendwie, keine Ahnung, welche Jungs, die sich da prügeln, aber das ist so, einfach so viel mehr. Ich wusste halt, das ist sein Traum und ich finde es wichtig, dass wenn man in einer Beziehung ist, dass man seine Träume auch lebt. Darum war das für mich eigentlich nie so schlimm. Es war eher so schlimm, dieser Weight Cut. Also nicht mehr so viel essen konnte und destilliertes Wasser trinken muss und alles, diese ganzen, alles was dazugehört. Aber wenn der Feuerball kommt, dann könnt ihr nichts mehr machen. Ich wollte schon immer einen starken Mann und er ist ja so dieser starke Mann, aber eine mega krasse Persönlichkeit und ist ganz, ganz ein toller, guter Mensch. Also ich habe ja hier ein großes Gym mit knapp 700 Mitgliedern, ein internationales Wettkämpferteam mit 18 Profis aktuell und ungefähr noch mal so viele Amateuren, die überall auf der Welt antreten. Und ich habe schon viele, viele Erfolgsgeschichten gesehen. Und ich habe hier gesehen, wie Menschen sich komplett geändert haben und, sag ich mal, zum Positiven verändert haben. So. Und die meisten kommen einfach rein, weil sie sich fit halten wollen oder weil sie mit Angst durchs Leben gehen und irgendwie fürchten, sich nachts allein zum Auto zu gehen und sowas. Und die wollen ihr Selbstbewusstsein aufbauen. Das ist eigentlich die Anfangsmotivation von den allermeisten. Und das kriegst du sehr, sehr schnell, wenn du hier trainierst, wenn du in jedem Training ein bisschen über deine Grenzen gehst, wenn du deinen Körper und auch deinen Geist stärkst, dann merkst du, wie die Leute aufblühen. Das siehst du schon allein an der Körperhaltung. Viele kommen rein und sind so ganz klein und gucken halt so an, geben dir so die Hand und nach einem Jahr stehen sie schon aufrecht da, haben Muskulatur aufgebaut und gehen ganz anders durchs Leben. Und dieses Mindset, was dir dieser Sport beibringt, also wenn du erfolgreich sein willst in dem Sport, du brauchst Disziplin, du brauchst Ehrgeiz, du musst dir jeden Tag deinen Arsch aufreißen. Und wenn du diese Eigenschaften nimmst und auf andere Lebensbereiche überträgst, dann wirst du mehr oder weniger in allem erfolgreich sein. Ja? Die Geburt von meinem ersten Sohn war ein Stück weit das Ende von meiner Karriere. Ich habe dann zwar noch gekämpft, ich habe noch daran festgehalten, aber ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich Vater geworden bin, haben sich meine Prioritäten geändert. Zum ersten Mal im Leben gab es was, was mir wichtiger war, wie meine Karriere und wie mein eigener Sport. Und ich kann mich halt an eine Situation erinnern, ich habe noch 2 Kämpfe gemacht, wo ich Vater war. Ich habe gegen Leon Edwards gekämpft, Top-Kämpfer, jetzt aktuell die Nummer 1 in der Welt. Und es war eine enge Kiste, Mann. Ich habe ihn in der ersten Runde fast besiegt. Ich hatte ihn im Armbar, ich hatte halt seinen Rücken, es war ein enges Hin und Her. Und dann habe ich einen Ellenbogen aufs Auge bekommen. Ja, der musste dann mit 16 Stichen hier genäht werden. Es war dann so, dass ich hatte hier so einen riesigen Cut über dem Auge und mir hing die Haut ins Auge und ich habe nichts mehr gesehen. Das war natürlich auch alles voller Blut. Und dann habe ich aufgehört, über den Kampf nachzudenken oder darüber nachzudenken, wie gewinne ich jetzt den Kampf. Und ich habe angefangen, mein Auge extrem zu schützen. Und ich kann mich wie heute daran erinnern, über die Gedankengänge war so, boah, kann ich morgen überhaupt noch was sehen? Kann ich morgen mit meinen Kindern spielen? Und so weiter. Und ich habe dann auch den Kampf verloren. Und er hat mich dann sogar noch vorzeitig besiegt, weil ich einfach nur noch auf meine Defensive fokussiert war, überhaupt aufgehört habe, offensiv zu kämpfen. Und das war so der erste Moment. Ich war dann auch ultra traurig nach dem Kampf, habe wirklich den ganzen Tag geweint, weil ich für mich gemerkt habe, es ist vorbei. Ich liebe das Kämpfen, ich liebe den Wettkampf, ich liebe es, mich mit anderen zu messen. Ich hatte nie ein schlechtes Gefühl, weil ich einen Geburtstag, eine Hochzeit oder eine Beerdigung eventuell verpasst habe, weil mich der Sport und die Leidenschaft und die Liebe dazu so erfüllt hat, dass ich ihn einfach nicht mehr gebraucht habe. Es hat mir viel genommen, aber es hat mir auch viel mehr gegeben. Let's go, baby.